Mercedes E63 AMG. Audi RS6. Und der BMW M5. Drei absolute Traumwagen mit absolut traumhaften Sounds. Das Problem an der ganzen Chose ist nur, die Autos sind sehr, sehr teuer. Wir haben uns auf dem Gebrauchtwagenmarkt umgeguckt und geschaut, ob man für um die 20.000 Euro wirklich vernünftige Autos kriegt oder ob das einfach nur ein Eurograb wird. Wow, 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 wow. Ein weiteres Kriterium: eine Laufleistung von unter 200.000 Kilometern. Bei solchen PS-Krachern sollte man aber wissen, worauf man achten muss. Los geht's mit dem Stern. Dieser E63 AMG stammt aus 2006. Sein großer 8-Zylinder-Saugmotor hat knapp 200.000 Kilometer runter. Hat der Mercedes noch Zukunft? 6 Jahre besitzt Sven Hendrich den Wagen. Jetzt will er ihn für 18.900 Euro verkaufen. PS-Schnäppchen oder Eurograb? Ein wunderschöner E63 Matthias. AMG. Tachchen. Tachchen. So, die Legende mit 192.000 Kilometern. Und die Frage ist natürlich, kann man das machen oder lässt man das lieber bleiben? Ist kein normales Serienfahrzeug, ist halt ein AMG. Die Ersatzteile kosten halt mehr als bei einem Stangenauto. Ne? Ja. Ist halt so. Was kostet eine neue Bremse? Eine neue Bremse, also kostet pro Scheibe 1.000 Euro ungefähr. Ja. 1.000 Euro für die vorderen. Jeweils 1.000, sind wir bei 2.000. Hinten? Hinten etwas weniger, so um die 500 pro Seite. Na, das geht ja dann. Alter, das ja. Ist schon, das läppert sich zusammen einfach, ne? Genau. Wie viel braucht er auf 100 Kilometer? Ja, ich sag mal, in der Stadt sind wir so bei 18 Liter. Ne? Mhm. Und auf der Bahn so bei 12,5, 13. Rundrum, ehrlich gesagt, hast du irgendwelche Probleme gehabt mit Rost? Das Coole ist, dass du ja lange das Auto besessen hast. Das heißt, du kannst viel erzählen. Hast du irgendwas gehabt mit Rost? Null. Rost absolut null. Was mit dem Auspuff? Rost? Nein. Sagst du so einfach? Das ist ein Edelstahl-Auspuff, glaube ich, Matthias. Ja, der sieht aber richtig gut aus, ne? Mhm. Also es ist wirklich seltsam. Du guckst dir so ein Auto an, was 200.000 Kilometer gelaufen hat. Und du denkst dir irgendwie so, geht eigentlich. Eine Sache ist mir aufgefallen, Sven. Die Felgen, die sind nicht original. Was sind das für welche? Sind die vom Nachfolger? Richtig, das sind Felgen von dem W212 Modell. Wollte gerne 19 Zoll drauf haben. Die 18 Zöller, die originalen, gefielen mir nicht so gut. Daher habe ich mir die angeschafft. Als Originalitätsklaus frage ich jetzt, hast du die originalen noch? Ja. Legst du die mit bei? Ja. Alles klar. Hat der motormäßig irgendwelche Probleme gehabt? Nein, überhaupt nicht. Hier sieht man natürlich die Kilometerlaufleistung, weil das einfach echt eklig aussieht, ne? Also ich finde, ein Motor sollte besser so aussehen als mit einer Motorwäsche, weil dann sieht man auch, ob ein Motor dicht oder undicht ist. Aber so ein bisschen sauber machen hier oben drin kann man schon. Da sieht man immer noch, ob der unten dicht ist oder nicht. Da gebe ich dir recht. Ja. Also das Einzige, was ich in den 6 Jahren, wo ich das Auto jetzt habe, am Motor mal gemacht habe, ist eine Zündspule. Eine Zündspule? Für 50 Euro. Das ist okay. Da kann man mit leben. Also es ist trotzdem, ne? Jetzt haben wir hier anscheinend ein echt super Beispiel. Ohne Rost, ohne Probleme mit Motor, Getriebe. Auch keine Probleme. Auch keine Probleme. Wir haben überhaupt keine Probleme, was eigentlich fast nicht sein kann. Aber wir haben offensichtlich ein gutes Beispiel hier stehen. So, 6,2 Liter, Baby. Du machst uns jetzt mal ein bisschen Spaß hier. Wir fahren eine Runde. Der E63 AMG im Überblick. Der V8-Saugmotor leistet 514 PS. Auf der Uhr stehen 192.000 Kilometer. Der Neupreis lag bei über 100.000 Euro. 14 Jahre später kostet er weniger als 19.000. Ich sag mal so, ne? Mit dem Ding kannst du unfassbar schöne Drifts hinziehen. Richtig schöne Drifts kannst du damit machen. Aber auf der Nordschleife gewinnst du damit keinen Preis. Natürlich nicht. Das ist ganz klar. Das ist ein Mercedes. Der ist sehr, sehr sportlich, aber es ist immer noch eine Mercedes E-Klasse. Genau. Aber das ist genau das, was die Leute ja daran lieben. Power und Komfort. Wenn du diese Autos von außen siehst, ne, du hast die irgendwie lange nicht gesehen und triffst so ein Auto auf der Straße, dann denkst du dir erst so, oh, guck mal hier, die Karre, ne, die ist bestimmt ganz schön durchgenudelt. Ne? Und jetzt sitze ich hier drin und denke mir so, nee, die ist nicht durchgenudelt. Klar, hat der Kilometer gesehen, wie er geht, auch dieses Bremsen, Ansprechverhalten, das ist nicht, klar ist das nicht up to date, aber das hier ist immer noch schwerstens in Ordnung.
Also das meine ich wirklich ernst. Das Einzige, was wirklich krass anders ist, ist das Getriebe. Das dauert ewig, bis der nächste Gang drin ist. Aber eigentlich passt das auch wieder ganz gut zum Charakter von dem Auto. Kurze Unterbrechung. Oh Gott, ist das schön. Weißt du das, wie lange das nachhalt? Oh. Das ist echt schön, Leute. Und das Schöne ist, dass das, was ich eben meinte, das klingt nicht so ultra aggressiv. Das hat wirklich was Vornehmes, dieser Sound. Naja, also wenn man dann losfährt, dann ist es schon nicht mehr so ganz so vornehm. Aber es ist wirklich, ist echt ein schönes Auto. Es ist sensationell. Dieser sonore V8-Klang, den hat nur dieser Motor so. Dieses Auto ist so zurückhaltend, das ist ein Gentleman vor dem Herrn, dieser Motor. Weißt du, was ich gerade glaube? Dass du dir gerade überlegst, ob du den wirklich verkaufen möchtest. Kann das sein, dass ich dir das Auto gerade ein bisschen schönrede? Ja, in dem Moment jetzt, just in diesem Moment denke ich gerade wirklich darüber nach, ob ich den mir nicht wegstellen sollte. Ja, siehst du, sag ich doch. Aus dem Stand sprintet der E63 AMG in gerade mal 4,5 Sekunden auf 100. Der Motor dreht mit einer Leichtigkeit, dass alles zu spät ist. Und du hast hier so ein sattes Gefühl drin und du weißt einfach, ja, das geht weiter bis 250. Es ist einfach unfassbar schön, wie dieses Auto klingt, wie der Motor anreißt, wie er dich wegdrückt. Und mit dem Ding kannst du irgendwie so alles machen, hat man das Gefühl. Bei Sound und Fahrspaß wirkt der luftgefederte AMG so frisch wie vor 14 Jahren. Aber ist der Überbenz für knapp 19.000 Euro auch eine Empfehlung für Schnäppchenjäger? Und irgendwie hat man so das Gefühl, so, das ist irgendwie alles stimmig. Aber es kann natürlich trotzdem morgen ganz anders sein und das Getriebe geht in den Himmel. Knapp 200.000 Kilometer ist natürlich, das sind 200.000 Kilometer, die kannst du auch nicht wegdiskutieren. Aber bei diesem Motor, das ist ein 6,2 Liter reiner Saugmotor, keine Turbolader, das ist keine Drehorgel, sondern das ist ein richtiger Blubbermotor. Und klar, du kannst in den Motor nicht reingucken, aber grundsätzlich würde ich mal sagen, verträgt der locker noch 100.000 Kilometer. Matthias sucht nach gebrauchten Traumautos aus der Mittelklasse für um die 20.000 Euro. Der nächste Kandidat ist dieser 10 Jahre alte Audi RS6 Avant. Der Power-Kombi punktet mit Allradantrieb und 580 PS. Knapp 180.000 Kilometer ist er gelaufen. Besitzer Roberto Wiegand will noch 20.000 Euro dafür haben. So, unser nächstes Fahrzeug hat mehr Zylinder, nämlich 10, aber weniger Hubraum. Roberto, moin. Dein RS6 hat 5 Liter und nicht 6,2 wie der Benz, den ich eben gefahren bin. Aber er hat ordentlich Leistung, 580 Pferdchen und 650 Newtonmeter Drehmoment. So sieht's aus. Zeig mir bitte den Motor. Sehr, sehr schön. Ein riesengroßes Trumm, dass das überhaupt da reinpasst, finde ich jedes Mal. Also wenn man sich diesen Motorraum anguckt, denkst du dir, okay, da kriege ich noch eine Hand gerade rein, da kriege ich gerade noch eine Hand rein. Alles voll. Sieht eigentlich noch schön aus. Wie lange fährst du ihn schon? Ein bisschen mehr als ein Jahr. Okay. Und so circa 12.000 Kilometer habe ich ihn jetzt bewegt. Ja. Nicht so viel, ne? Naja, gut, ich sag mal, das ist auch kein Alltagsauto, wo du zum Bäcker mit fährst und die Brötchen holst. Ist ein Spaßauto. Ja, also ich sag mal, zum Bäcker schaffst du es noch nicht mal warm zu fahren. Ja, klar. Ja. Hast du damit irgendwann mal irgendwelche Probleme gehabt? Also es ist das Ölpumpenmodul gemacht worden. Ja. Das ist wichtig, dass das auch gemacht wird. Warum ist das so wichtig? Weil es kostenintensiv ist. Ja. Also, erzähl mal ein bisschen. Also gut, so ein Ölpumpenmodul, wenn du so ein Auto kaufst und das ist nicht gemacht und du lässt das irgendwann machen, denke ich mal, bist du so mit ca. 10.000 Euro dabei. Schalalalala, 10.000 genau. Euro für das Ölpumpenmodul. Muss halt der ganze Motor raus, ja. Das muss man sich vorher einfach angucken, hat das Auto das schon gemacht genau, oder steht es noch an, weil du musst es eh irgendwann machen. Und deswegen niemals ein Auto kaufen, wo das noch nicht gemacht ist. Auch sonst gibt es beim RS6 Leistung nicht für lau. Der Audi verlangt eine gut gefüllte Brieftasche. Thema Kosten nochmal. Gehen wir mal zu den
Bremsen. Wie sind denn die bei dir so? Relativ neue. Die sind, oh, die sind schön, die Scheiben. Oh, vorne mal gucken. Auch schön. Die sind flammneu, ne? Die sind, ja, vielleicht oder? Jetzt 300 Kilometer gelaufen. Was kostet das einmal rundherum? Wenn du es nicht selber machen kannst und keinen Kumpel hast, in der Werkstatt, sag ich mal, bei den Stahlbremsen so 4,5 bis 5. Es ist ein High-Performance-Kombi und genau. Da bezahlt man High-Performance-Preise. So ist es. So ein Ding kostet einfach Asche. Du kannst nicht davon ausgehen, oh, ich kaufe mir jetzt einen 10-Zylinder für 15.000 Euro und dann fahre ich damit 6 Jahre rum. Das geht nicht. Das geht nicht. Einfach nicht. Du willst ja auch Spaß haben mit dem Wagen. Und das heißt, du willst mit dem Wagen ja auch schnell fahren. Ab und zu. Auf dem Papier hat natürlich der RS6 die höchste Leistung. Mit 580 PS steht das Ding brutal krass da. Hat dazu noch Allradantrieb. Ist also, glaube ich, für den Normalfahrer die sicherste Variante. Wollen wir mal sicher zum Losfahren kommen, Hammer? Ja, gerne. Darf ich? Ja, klar. Der Audi RS6 Avant im Faktencheck. Die 5-Liter-Maschine hat seit Auslieferung 178.000 Kilometer zurückgelegt. Neu waren 112.000 Euro fällig. Heute ist man für nicht mal ein Fünftel dabei. Und wir sitzen jetzt hier drin. Und das ist kein verwohntes Auto. Ja, das ist ein Gebrauchtfahrzeug. 20 musst du für so ein Auto ausgeben. Und dann hast du ein Auto mit jenseits der 500 PS. Wie grandios ist das bitte? Dritter Gang, 130, 150, so schnell geht das, 170, 190, jetzt stehen 200. Das war von 100 bis 200, Leute. Wie schnell ist das bitte? Das Grinsen hast du, das egal. Kriegst du nicht mehr das raus. Das kriegst du nicht aus, ja. Auch wenn du dich dran gewöhnt hast, grinst du dir jedes Mal einen ab. Also das ist schon, wenn man das so sehen möchte, ist das ein kleiner Wolf im Schafspelz hier. Klar, da steht der RS6 drauf. Wir haben die breite Karosse. Es sieht mega aus, das Auto. Immer noch, finde ich. Ich finde nicht, dass der in die Jahre gekommen ist. Und wenn du jetzt ganz normal in D fährst und hier so im Verkehr mitgleitest mit 120, 140, 160, dann fährt sich das wie ein ganz normaler Audi A6. Der mal eben in 4,6 Sekunden auf 100 schießt. Roberto, vielen, vielen Dank. War eine sehr schöne Erfahrung. Matthias, gerne. RS6 kann man machen, aber genau wie beim Mercedes, passt einfach auf, was ihr euch daran holt, denn es ist teuer. So ein Auto ist teuer und zwar egal, wie viel Kilometer der hat. Sobald du aus der Garantie raus bist, ist einfach alles offen. Ja. Das muss man einfach wissen. Normalerweise würde ich so von mir behaupten, okay, ich liebe es besonders, Kurven zu fahren. Aber ich kann auch so einem Fahrzeug, was eigentlich fürs Geradeausfahren gemacht ist, sehr viel abgewinnen, weil er eben das besonders gut kann. Er ist sehr spitz darauf ausgelegt, lange Strecken schnell hinter sich zu bringen. Die nächste Powerlegende kommt aus München. BMW M5. Rund 20.000 dieser Sportlimousinen wurden von 2005 bis 2010 gebaut. Wer sich für diese Baureihe interessiert, bekommt 507 PS aus einem Hightech-Motor mit Formel-1-Genen. Händler Omar Kassas bietet die bayerische Road Rocket an. Absolutes Traumaggregat, ne? S85 V10-Motor in dem M5 drin, ist ja wirklich ein sensationelles Teil. Jetzt liegen wir hier bei deinem Auto für 18,9. 18,9. Genau, und der hat gelaufen fast 200.000, ne? Ja, 100. Und ich sehe schon nach den ersten 3 Sekunden ein kleines Problemchen. Hier fehlt ja so eine Finne. Was ist denn da los? Oh, guck mal hier, das ist sogar lose. Die zweite ist auch lose. Was ist denn da los? Hast du die auf dem Weg verloren oder was? Um ehrlich zu sein, hast du es nicht gesehen? Hab ich es nicht gesehen. Ich glaube, ich spinne. Ja. Wenn du dir den Übergang hier anguckst, das Plastik sieht eh immer anders aus, aber das hier, das siehst du sofort, dass das lackiert ist. Das ist nicht der O-Lack, auch wenn das hier im Schatten liegt. Das siehst du sofort, der zu leichte, ist nicht besonders gut lackiert, ne? Genau, einmal die rechte Tür. Was ist da passiert? Da hat er einen Schaden gehabt. Damit die da keinen Farbunterschied haben, haben die den einmal komplett gelackt. Ist nicht sauber gemacht. Geduscht. Ja. Wenn sowas auftritt, du entdeckst auf einmal, dass das Auto einen Unfallschaden hat,
immer wirklich sofort Stopp, alles einfrieren und wirklich darauf fokussieren und sagen, okay, was war da wirklich? Wenn der Kollege Verkäufer sagt, ja, weiß ich nicht genau, war nur ein kleiner Kratzer, immer nachfordern, okay, ich will Fotos sehen, ich will Reparaturrechnungen sehen, weil wenn so ein Schaden aufgetreten ist, hat das irgendwer repariert. Und darüber muss es eine Rechnung geben. Und wenn es das nicht gibt, würde ich auf jeden Fall die Finger davon lassen, weil dann ist irgendein Schmuh gewesen. Was würdest du denn sagen, was passiert denn jetzt, wenn ich 15.000 Kilometer damit fahre und dann habe ich einen Motorschaden? Also grundsätzlich ist das so, dass wir den vorher geprüft haben, den Motor. Ja. Wir haben in der Vergangenheit schon mal einen verkauft, dem ist der Motor fliegen gegangen. Mhm. Und das war noch in der Gewährleistungszeit, mussten wir natürlich für gerade stehen. Einfach nur, dass du mal einen Anhaltspunkt hast, 12.000 Euro. 12.000 Euro, ja. Da siehst du, wie sauber man einen Motor halten kann, beziehungsweise wie sauber man ihn machen kann, damit er schön aussieht. Weil normalerweise sollte das alles irgendwie so ein bisschen dreckig, ranzelig sein. Genau, ne? Ja. Aber der hier ist frisch sauber gemacht. Der Motor wurde entwickelt von der BMW M GmbH, nicht von der AG, also nicht vom BMW normal, sondern von der Sportabteilung in den Zeiten, wo BMW noch in der Formel 1 tätig war. Und das Aggregat ist tatsächlich an die Formel 1 angelehnt und es hat tatsächlich Leckerbissen da drin, technischer Art, die es so eigentlich nie wieder gegeben hat. Auspuffanlage? Ja, das ist das? Nicht serienmäßig. Mach mal bitte an. Reicht. Ja, weiß ich nicht. Du bist damit gefahren, ich noch nicht. Wie klingt der während der Fahrt? Also, es ist nicht angenehm. Ich muss ganz klar sagen. Ist zu laut, oder was? Der ist zu laut, ja. Aber ist die ganze Anlage? Und dann die kannst du auch aufschmissen, oder was? Nee, das ist nur der Endschalldämpfer. Nur Endschalldämpfer. Ja. Also, reine Show. Mit dem Showmaster geht's raus auf die Landstraße. 507 PS bedeuten Power im Überfluss. Auch nach fast 200.000 Kilometern. Neu kostete dieser M5 114.000 Euro. Nach 13 Jahren ist es nur noch ein Bruchteil davon. Also der Klang innen drin ist zumindest bei Drehzahlen bis 3.500 Touren echt so wie original. Ja. Aber das ist definitiv ein Show-Auspuff für die Leute, die draußen sind. Hier drin kriege ich nichts mit und ich habe nicht mehr Leistung. Wer's da sage ich mir, was soll der Quatsch? Ganz ehrlich. Das Lustige ist ja, BMW hat das damals so gemacht, du musst tatsächlich den Powerknopf drücken, volle Leistung, um die volle Leistung zu kriegen. Du hast nämlich sonst nur 400 PS. Wenn du in das Auto einsteigst, du drückst den Knopf nicht, dann hast du nur 400 PS. Deswegen. Und das ist schon brachial. Ja. Drücken wir den und dann, egal wie die Gaspedalstellung gerade ist, dann macht der gleich so einen kleinen Sprung nach vorne. Wird gleich ein bisschen schärfer, wird gleich ein bisschen angestachelt. In dem Auto wirst du permanent angestachelt. Du wirst permanent gefordert. Los, gib mir mehr Drehzahl, gib mir mehr Power. Los, drück die Power-Taste, lenk ein, zwing das Ding in den Drift. Das Ding verlangt wirklich von dir, dass du es ausquetscht. Und er mag es, wenn du es ausquetscht. Dritter Gang, 50 km/h. Zwischengas, so richtig dünn, 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 so wie handgemacht. Ja. Und dann latscht er rein. Boah. Das waren 8.250 Touren und dann hämmert der diesen Gang rein. Das ist immer noch richtig, richtig schön. Probefahrt war super. Ich habe von dem Schaden tatsächlich nichts gemerkt. Wenn das ein größerer Treffer gewesen wäre, hätte es sein können, dass das Auto irgendwie nach rechts oder links zieht, einfach nicht sauber fährt oder irgendwie sich komisch anfühlt. Aber von meiner Seite aus fährt das Auto super. Wer sich da unsicher ist, sollte sich einen Gutachter tatsächlich bestellen. Das kostet ein paar Euro, aber auch jetzt nicht die Welt. Und in der Preisklasse lohnt sich das wirklich. Ein ausführlicher Gebrauchtwagencheck kostet im Schnitt rund 150 Euro. Matthias hat sich drei gebrauchte Traumautos zum Schnäppchentarif angeschaut. Sollte man da wirklich zugreifen? Die ganz klare Antwort ist ja, natürlich. Weil diese Dinger so ultra viel Spaß machen, auch nach diesen ganzen Jahren, die sie schon auf dem Markt unterwegs sind. Also, ich sag, glaube ich, eher machen als sein lassen. Für die Schisshasen unter euch, kauft euch einfach einen 2 Jahre alten Golf GTI für die Kohle. Ciao.